Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist es wieder soweit mit deutschem Stahl, wobei der Leopard jetzt nicht so unbedingt von krassen deutschen Stahl geredet werden kann, sondern eher so ein Ställchen, sage ich mal. Ab und an bauen wir es, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Heute aber ein sehr schönes Replay, eingesandt von Gagandalf im PTA Fischerbucht und er ist hier Top-Tier 9er, 8er, 7er Gefecht. 9 Matchmaking, sei Dank, hat er hier auf jeden Fall schon mal das Blatt auf seiner Hand. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so machen wird. Ich denke mal, erstmal der Klassiker. Einfach mal in die Mitte fahren, ein bisschen scouten. Man muss aufpassen, natürlich die Artis, die wissen auch, dass der Gegner gerne in die Mitte fährt. Außerdem sind da auch mit dem T71, T20, T43 und dem T54 noch ein paar, die auch ganz gerne die Mitte abfahren. Also da ist was für jeden dabei. So, der T71, der kommt hier schon direkt in die Mitte, aber den hat er da abgepasst und da gab es sofort den Hit. Der VKP, auch da hat er den schön im Blick und sofort der erste sitzt gleich auch für 403 Damage. So soll es sein. Ja, der hat dann leider jetzt nicht funktioniert. Wie gesagt, immer hier noch ein bisschen aufpassen. Klar, Artis können hier durchaus mal für einen gehörigen Nervfaktor sorgen. Oh, sehr schön. Der T20, der hat aber mal sowas von auf die Mütze bekommen und dafür auch mal richtig schön Support-Schaden bekommen. So, der T71 hat sich da auch mit ihm angelegt, aber gerade noch so im letzten Augenblick konnte er dann sich auch den holen und macht hier schon fleißig Pluspunkte in der Runde. 1200 Schaden, 1100 aufgedeckt. Beziehungsweise unterstützt. Jetzt kommt der IS-3 auch noch. Und auch der, oh, den zündet auch noch an. Damit nimmt er auch den raus. Erstmal einen schönen 474er Hit. Und dann noch den Brandschaden, der es dann möglich macht, ihn da rauszunehmen. Ja, so soll es sein. So, der VK, der ist gerade nicht drauf zu kommen, leider. Sonst könnte er dem natürlich auch noch einen draufhauen, aber leider nicht möglich. So, ja, der VK 100-01, leider auch da schön am Sidescrapen, gerade noch nicht beschießbar. Der ging nicht durch. Aber jetzt, da klappt der Treffer. Muss aufpassen, ist da offen, aber aktuell alles gut. Schön unten auf die untere Frontplatte. Wir sehen, er hat schon 3 Kills auf dem Konto. 5-5 steht's. Also hier ist noch alles drin. Jetzt hat ihn der AMX da das Munitionslager rausgenommen. Das hat er natürlich sich sofort wieder zurückgeholt, weil das ist essentiell. Jetzt deckt er deinen IS auf. Also, oh, und schon wieder. Das gibt's doch nicht. Zweimal mit 2 Schüssen nimmt der AMX hier das Munitionslager raus. Das ist so ein Nervfaktor, den braucht man gar nicht in so einer Runde. Einmal Munitionslager ist ja gut, aber dann noch das zweite Mal direkt und dann auch so kurz nachdem er es repariert hatte. Damit hat er jetzt noch ganze 60 Sekunden Cooldown auf das Thema. Aber wie gesagt, wenigstens nicht mehr so wie früher vor Patch 9.18, wo das Munitionslager der zweite Treffer dann für den Rest der Runde war, sondern wie hier nur noch 50 Sekunden. Dann kann er sich es wenigstens wiederholen. Für mich eine sehr schöne Änderung, die mit dem Patch einhergegangen ist.
So. Der Type 4. Aber nicht weit genug rausgefahren. Natürlich auch der AMX in der Mitte. Da muss er immer noch ein Auge drauf haben. Liegen mittlerweile zurück. 6 zu 7. Also hier ist definitiv noch alles drin. Und jetzt kommt der AMX da wieder hoch. Aber diesmal hat der T20 da gut abgeblockt. Und von hinten, oh ja, sehr schön gesehen, der T54, der schickt sich da an, ganz alleine darüber zu Jolon, aber nicht ohne, dass er noch einen Treffer bekommt. So 4 Sekunden, dann kann er jetzt wieder sein Munitionslager zurückholen. Und jetzt, Junge, ist wieder ready. Ist auch, hat sofort repariert, aber 6 zu 10. So, jetzt aber, komm. Ja, und jetzt hat er sich ein wenig dafür gerecht, dass sein Munitionslager zweimal wegen ihn das Zeitliche gesegnet hat. 4 Kills. Aber da kommen noch welche. 4100 Schaden, also es summiert sich. Er hat hier definitiv die Hoheit über die Mitte eingenommen. So, der T-54, der kommt jetzt und will sich die Artis da schnappen. Aber da hat er, oh, sehr schön etwas dagegen, weil in der Fahrt macht er dann schön 384er Hit und der Revalorisé konnte den dann da vernichtend schlagen. So, damit hat sich das für den T54 auch erledigt. Man sieht, sein Team ist da gesammelt in der Stadt. Dementsprechend hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben, vielleicht mal den Artis einen Besuch abzustatten. Und da ist er auf dem Weg hin. Aber wir sehen, sein Team wird langsam aber sicher deutlich dezimiert. Der Revalorisé noch am Leben, M12 Arti und seine Wenigkeit. Beim Gegner haben wir da noch richtige Kaliber mit dem Type 4 Schwer und dem VK4502. Also die Runde, die ist definitiv nicht leicht im wahrsten Sinne des Wortes mit den beiden Schwergewichten. So, da geht die erste Arti auf. Da aimt er auch ein bisschen, nimmt sich Zeit, nimmt jetzt die Arti Nummer 1 raus. Die Frage ist, wo ist denn die andere? So, die Su, die bekommt auch einen Treffer. Ah, schön, da bauen sie sogar den Schuss. Da hat er ein bisschen mit der Wanne vorne gearbeitet und dementsprechend gab es hier den Abpraller. Arti aimt auf ihn, aber davon lässt er sich jetzt nicht wirklich stören. Die Besatzung ist noch 5 Sekunden betäubt, die holt er natürlich nicht wieder. Wäre Quatsch, dafür jetzt den Cooldown zu nutzen. Leider bounced er da jetzt. Arti sollte noch im Reload sein, aber die Su, die macht jetzt auch nicht wenig Schaden. Also auch da sollte man aufpassen. So, ihr seht, Arti hat ihn hier definitiv auf dem Kicker. Und da hinten, der VK hat noch 1200, der Type 4 Schwer hat noch 1000. Also das ist noch einiges an Hitpoints, die hier gemacht werden müssen. So, da ist der IS. Ja, der schaut ein bisschen zur Seite. Das war genau den Winkel, den er gebraucht hat, um den hier zu zerstören. Und jetzt hat es die Su nochmal probiert. Und jetzt muss er da seine Besatzung wieder zurückholen. Den Betäubungseffekt aufheben. 6000 Damage schon auf der Uhr. Und jetzt ist auch noch die Su raus. Wie gesagt, weiterhin wird er gleich den nächsten Arti-Schuss bekommen, aber er konzentriert sich jetzt natürlich weiterhin auf seinen Cap und auf den Type 4 Schwer. Natürlich, die Betäubung war jetzt nicht schön. Damit hat sich seiner Mannschaft nicht leichter getan mit dem Beschuss von diesem doch nicht kleinen Ziel. So, jetzt kann er da den beschießen, sieht ihn aber nicht mehr. Ärgerlich, weil jetzt könnte er natürlich richtig schön wirken. 7 Kills an der Hand sind schon vorhanden. Das heißt, noch einer und die Radley Walters wäre zumindest gesichert. Noch 3 und das wäre theoretisch die Pool. Also von dem her, da ist natürlich ein Eigennutz da, dass er jetzt hier die Kills macht.
Aber erstmal denkt er sich, Arti, du nervst mich. Jetzt bist du dran. Jetzt gehörst der Katz. Müsste jetzt hier aufgehen, er hat zuletzt den Indikator gesehen, woher der Schuss kommt. Und ja, eiskalt nimmt er jetzt hier die Arti raus. Ein Panzer im Cap, das dürfte wahrscheinlich noch immer der VK sein. Die Cooldowns sind auch gleich alle wieder ready. Von dem her alles in Ordnung. Aber 565 Hitpoints ist nicht allzu viel. So, der Revolorisé, der ist da auch jetzt in der Mitte angekommen. Der will sich da jetzt wohl nicht direkt anlegen mit den anderen beiden Heavys. Denkt sich, Junge, Leo, mach du mal. Ich schaue von der Mitte zu und guck, ob du das so machst. So, und jetzt müsst ihr die dann bald aufbekommen. Der schickt sie jetzt hier hinter dem Wall an. Noch 20 Sekunden, das geht sich gut aus. Also da braucht er jetzt nicht overpacen. Vielleicht jetzt hier den Busch ausnutzen. Ne, macht er nicht. So, und da ist der VK. Sehr schön. Gedecapped. Unten Front. Macht er klar. Jetzt hat ihn der Type 4 schwer da getroffen. Fahrer ist raus, aber er hatte den Cooldown ready. Von dem her hat er jetzt Zeit, nochmal einen Schuss Richtung Type rauszubekommen. Premium, aber er prallt ab. So, und jetzt macht sein Revalorisé jetzt. Der müsste doch jetzt wirken können. Halber Zack. So, jetzt ist er außerhalb der Drawing Range, der Type 4. Das heißt, er sollte jetzt hier den sicheren Schuss ansetzen können. Und jetzt, Junge, mach ihn und er macht ihn. Er holt sich die Pool. Wahnsinnsrunde. Gemacht 7.722 Damage. Und davon nur 1.900 innerhalb von 300 Metern. 1667 unterstützt und 1819 Basis-XP. Ich glaube, wir können zu Recht sagen, das hätte auch mehr als verdient ein Replay of the Week sein können. Aber in dem Fall ist es einfach mal ein normales Replay und ich hoffe, es hat euch trotzdem so gefallen, wie es mir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.